Red Bull Salzburg hat mal wieder ein Supertalent abgegeben. Der Japaner Takumi Minamino spielt ab Januar beim FC Liverpool. Die Ablöse beträgt 8,5 Millionen Euro. Damit landet ein weiterer Spieler aus der Salzburger Talentschmiede bei einem Spitzenverein. Die bisher prominentesten Abgänge sind Sadio Mané und Naby Keita, amtierende Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool. Doch die Roten Bullen haben noch viel mehr Topspieler ins Ausland verkauft. Die Liste mit den bekannten Namen ist lang. Seit der Saison 2014-15 wurden fast 300 Millionen Euro Transfererlöse erzielt, bei nur 41 Millionen Ausgaben. Oft führt der Weg zum anderen Red Bull Club nach Leipzig. Hier die namhaftesten Deals. Aber auch andere Bundesliga-Vereine schauen über die Grenze nach Österreich. Wolfsburg zum Beispiel holte im Juli Xaver Schlager für 15 Millionen Euro. Rekordeinkauf Samaseko ging für 12 Millionen nach Hoffenheim. Und Borussia Mönchengladbach gönnte sich Stefan Leiner für 12. Und es gibt noch weitere Beispiele aus den vergangenen Jahren. Vorzeigespieler aus der Salzburger Schmiede ist Sadio Mané, inzwischen ein Weltstar. 2014 ging es für 22 Millionen nach Southampton, heute beträgt sein Marktwert in Liverpool etwa 150 Millionen Euro. Insgesamt wurden für den Senegalesen bisher fast 70 Millionen Euro Ablöse bezahlt. Damit ist Mané aber nur die Nummer 2 hinter Naby Keita, der brachte alles in allem schon 90 ein. Erling Braut Haaland dürfte der nächste prominente Abgang werden. Mehrere Topclubs sind am Norweger dran, darunter angeblich Leipzig, Dortmund und Manchester United. Wegen einer Ausstiegsklausel kann er angeblich im Winter für schlappe 20 Millionen Euro gehen. Allerdings verlangt sein Berater Mino Raiola so viel Gehalt, dass da sicherlich einige nicht mitmachen werden. Trotzdem, Haaland wird wohl gehen, wenn nicht im Winter, dann im Sommer. Damit wäre der 19-Jährige der nächste hochklassige Red Bull Salzburg-Export.